Hallo Freunde der Sonne, heute ist Tag der Einheit. Und ganz spontan habe ich gedacht, mache ich ein Video, weil da viel mit dranhängt mit meinem Leben. So, Frau hätte ich nicht, Kirsten hätte ich nicht kennengelernt und alles sowas. Dann wollte ich mal meine Geschichte erzählen, was ich so erlebt habe, und dann könnt ihr eure Meinung unten drunter schreiben am 3. Oktober. Ich saß mit meinem Kumpel in meinem Kinderzimmer. Wir waren 13 oder 14. Kann man jetzt ausrechnen, aber ich habe keinen Bock. Und meine Mutter kam rein und sagt: Die DDR gibt es nicht mehr, jetzt ist Egon Krenz unser Präsident. Und wir und mein Kumpel Volki, übrigens Volki, schönen Gruß, gucken uns später an mit Volki und sagen: Hä, ja, hat uns null interessiert. Wir haben, mein Kinderzimmer hatten wir mal Kassettendecks, haben wir mal so mal Blödsinn aufgenommen. Und haben dann die Hitparade so nachgemacht. Wie hieß das damals, diese Hitparade vom Westen? Wer das wieder weiß, kann das mal reinschreiben damals. Es kam auch im Radio. Nee, was haben wir das nachgespielt und dann immer dazu was gesagt? Wie gesagt, mein Kumpel war Depeche Mode-Fan, ich war damals Tote Hosen-Fan. Und dann hatten wir immer Geräusche gemacht. Es gab mal zu DDR-Zeiten so eine Plastikunterlagen für den Schreibtisch, dass man nicht auf dem Tisch schreibt, falls man sie verschmiert oder irgendwie sowas. Und das hat sich angehört wie Gewitter, wenn man das so gewackelt hat. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt von euch. Und so ein Blödsinn haben wir dann immer in die Lieder mit reingemacht, wie Gewitter und sowas alles. Ja, das war eine lustige Geschichte. Auch davor, so, ich habe ja DDR-Zeiten immer Fahrräder gekriegt. Ich bin meistens gestürzt, das Rad war kaputt und meine Eltern haben mir immer ein neues Rad gegeben. Also, es gab es immer eine tolle Geschichte. Ich habe gerade frisch ein Fahrrad bekommen wieder. Und unsere Straßen in Döbern, die waren früher der Busplatz so, wie ein Halbmond. Das war nicht gepflastert, das war nicht geteert, sondern es war gepflastert. Und wenn das geregnet hat, rutscht man ja automatisch so weg. Und das ist natürlich bei mir mit einem nagelneuen Fahrrad passiert. Da kann Volki heute noch lachen, mein Kumpel. Schadenfroh, das war er immer. Nagelneues Fahrrad und ich flieg auf die Schnauze. Und das ging sogar weiter damals mit dem Moped. Ich habe ein Moped hingestellt. Ich hatte zwei Spiegel. Ich weiß nicht, warum ich zwei Spiegel hatte, aber ich bin rumgefahren wie ein Vollhorst mit meinem Moped. Ja, ich habe es abgestellt. Es ist das Moped umgekippt. Linker Spiegel kaputt. 3 Minuten später, andere Seite umgekippt, der andere Spiegel kaputt. Und dann ist das Moped nochmal umgekippt und dann ist noch die Kupplung abgebrochen. Ich konnte nicht kuppeln. Ah, ich wurde noch so einen Stumpen gehabt. Das ist meine Geschichte von der Wende. Und da hatte ich auch diesen Schnauzer damals. Ich hatte einen braunen Ascona mir geholt nach der Wende. Und dann mit dem Moped, kann ich mich erinnern, haben mich die Leute genannt, der Mann ohne Hals, weil ich hatte so einen Mopedhelm. Der ging bis auf die Schultern. Ich hatte keinen Hals. Dann haben die alle abgefeiert, immer bei uns im Dorf, Kleinstadt. Ja. Das ist meine Geschichte vom 3. Oktober. Also ein Jahr vor und ein Jahr zurück, so ungefähr. Was habt ihr erlebt in der Zeit? Würde mich mal interessieren. Auch die Leute von der Schweiz und Spanien, die hier zugucken. Das würde mich mal interessieren, was ihr da gehabt habt für Erinnerungen. Ist mir dazu eingefallen beim Frühstück. Und natürlich, dank der Wende wäre ich ja jetzt nicht hier und ich hätte jetzt auch nicht die Leber vom Spender, damit ich diesen Traum weiterleben oder mein Leben weiterleben kann und meine Geschichte weitermachen kann hier auf dem Planeten. Okay, schönen Feiertag noch. Ich wollte bloß mal ganz spontan ein Video rausholen, weil das mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Tschüssikowski, wir sehen uns. Hab euch lieb. Bis dann.